Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer äußerst gemütlichen Folge DayZ. Leute, es ist Nacht geworden, ich habe uns ein schönes Feuerchen gemacht, wir haben uns hier erstmal einen Augenblick hingehauen, um uns ein bisschen zu entspannen. Aber die Reise muss gleich weitergehen. Viel Spaß damit. Ja, moin Leute. So, das ist moin, äußerst moin. Angenehm hier. Ich weiß nicht, ob das, ich habe immer noch meinen Helm auf, ob das mit dem Helm so angenehm ist, ich bin mir nicht sicher. Egal. Okay. Erstmal eine Tomate. Es ist draußen, ist es stockduster, Leute. Ne, nachts, DayZ. Es ist wirklich so arschdunkel. Ich gehe jetzt mal hier hin. Hier, die Stufen kann man noch sehen. Den Rest sieht man schon fast gar nicht mehr. Wir haben hier Sonnenschein, würde ich gerade sagen. Mondschein. Schön sternklaren Himmel. Hoffe ich mal, dass uns hier keine Werwölfe überfallen. Ja, irgendwo gibt es auf jeden Fall welche, aber... Werwölfe? Ja, irgendein Wolf hat mich ja mal angefallen, aber... Ja, aber war doch kein Werwolf! Ja, doch. Ich glaube, er faselt. Achso, hier, ich wollte dir noch Munition geben. Warte mal, ich leg die hier mal hin. Da ist halt nur ein Schuss, aber es ist halt besser als nichts. Yay! Weil ich mir einen Knotenschuss geben muss. Genau. Ich habe noch eine Pistole gefunden, aber keine Munition und so weiter, ne? Und Gewehr habe ich ja sonst auch noch. Okay. Wie sieht's aus? Wollen wir losziehen? Oder... Heftiger Schatten von mir, Alter. Leute. Genau, lad mal nach. Ja. Schön. Oh, mir wird... Das war's für dich, Freund. Ja. Das war ein Fehler, ihnen die Munition zu geben. Hast du einen Leuchtstab? Ja, wir können auf jeden Fall loslegen. Ich muss bloß noch ein wenig aufpassen, weil mein Bluttropfen doch noch sehr, sehr rot ist. Und okay. Weiß nicht, wie bei dir diesmal die Helligkeit ist. Bei mir ist Stockduster, ne? Eigentlich her. Von hier unten, ne? Wir kamen von... Und, ja, es ist jetzt im Dunkeln ist ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, von ne? Rechts, ja, von hier rechts kommen wir. Also müssen wir hier hoch. Gut, dann wo bist du denn schon wieder? Hier bin ich. Ja. Da. Okay. Versuch mal neben mir zu bleiben und nicht vorzulaufen, damit wir... Wollt ihr immer wieder verlieren hier, ne? Wenn ja noch Händchen halten. Händchen halten und über die Wiese springen. Das haben wir doch gerade schon am Feuer gemacht, Mensch. links oder rechts? Rechts. Oder möchtest du lieber links? Nö, mal rechts. Ist ja auch Quatsch, warum fragst du denn erst, ne? Wenn ich rechts sage, oder möchtest du lieber links? Ja, unbedingt will ich nach links, wenn du rechts sagst, nachdem ich gefragt habe, wo du hin willst. Ja, genau. Wir drehen uns hier im Kreis. Macht halt aus Freunden. Aus Freundschaft heraus. Das sieht aber echt noch so. Es wird bestimmt noch ein Stück dunkel bleiben. Sieht ein bisschen so aus, ja. Ja, Leute, wir haben irgendwie momentan Probleme mit hell, dunkel, aber was wollen wir machen? Ja. Ihr könnt uns ja sonst mal in den Kommentaren schreiben, wie lange die Nächte und so weiter immer dauern. Ach, guck mal, hier haben wir doch so ein Ortsschild. Warte mal. So, rechts geht's. Könnt ihr einfach mal auch so gucken, ne? 1,3 Kilometer. Beide Richtungen, ne? Genau, aber wenn wir nach links gehen, dann kommen ja auf jeden Fall noch mehr Sachen, ne? Wollen wir uns hier in die Richtung begeben? Also, würde ich, also ja. Hier rechts halt, ne? Genau, links, genau. Rechts, ja. Ja, genau. Je nachdem, wo man steht. Genau, genau. Dann machen wir das jetzt so. Und hast du, wenn du jetzt die Map vor Augen hättest, ne? Hättest du ungefähr einen Plan, wo wir sind? Ja, ich denke schon, ja. Ach ja, und wo? Wir müssten normalerweise, wenn wir jetzt, warte mal, ich muss kurz den Kopf durchgehen, wenn wir laufen sind. Da kannst du weitergehen, ne? Ja. Wenn wir hier jetzt, glaube ich, geradeaus laufen müssten, dürften wir theoretisch am Strand rauskommen. Glaube ich. Glaubst du? Okay, na gut. Also wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt hier nicht irgendwie überrumpelt werden von anderen Spielern oder auch Tieren, Zombies und so weiter. Das wäre äußerst ungünstig. Man kann halt auch nicht besonders weit gucken, ne? Da wird man sich, glaube ich, schon ganz schön verjagen. Wobei das bei mir immer so eine Sache ist. Ich bin da so abgehärtet. Ja, guck, muss bloß hier mal rüber nach rechts gucken, wie weit das am Horizont. Also übelst ist das. Was meinst du? Ja, wie weit du dahinter gucken kannst, wie weit das Alter schon wieder ist. Jo. Weißt du, was dies bei dir? Ich weiß nicht, ob das wieder so dunkel ist. Bei mir ist es arschdunkel. Wie in einem Bärenpopo, Leute. Okay. Ich überleg grad, siehst du, dass da vom Mond aus ein kleines wenig rechts runter
Ich überlege gerade, ob das die Burg ist. Siehst du das? Geradeaus? Ja. Ja, können wir hingehen, oder? Da müssten wir theoretisch eh lang jetzt, weil ich glaube... Hier ist nichts drin. Brauchst du nicht rein. Nee. Wollen wir querfeld eingehen? Also direkt drauf zu? Nee, lass mal. Lass mal uns. Okay. Urlauben. Wo bist du denn jetzt? Bist du hinter mir? Oder? Ja, nee, ich bin vor dir. Achso. Oh, ich... Ach, aber da. Im Wald ist es dann echt, wenn du die Person aus dem Auge verloren hast, weil theoretisch, wenn wir den Weg hier langlaufen, kommen wir dann da die Spitze theoretisch lang eigentlich. Ja, okay. Ja, wir werden sehen. Ja, ist doch alles gut hier. Ach. Pass auf. Bäm, Leuchtstab an. Oh, zack, weggeschossen. Nein, alles cool, Leute, alles ist gut. Guck mal, da hinten geht doch... da geht doch die Sonne auf. Ja. Wundervoll. Ich würde trotzdem sagen, wir bleiben erstmal zusammen. Wir gehen vielleicht erstmal hier die Burg hoch. Wo bist du denn? Da geht's nämlich los. Ach, du meinst hier den Turm hoch? Ja. Okay, wo bist du? Bist du bei mir? Ja, siehst du, geht's nämlich schon los. Alles gut? Ja. Er hat einen heftigen Rucksack. Ja, Mann. Okay. Hast du schon einen Rucksack? Ja, ne? Ich hab einen Jutebeutel. Achtung, den mach ich. Alles klar. Aber das ist schon mal gut, wenn dir Zombies rumeiern. Weil dann kann man eventuell... Alter, diese Zombies, ne? Wenn die immer so an einem vorbei... Oh, krieg ich mal zu viel hier. Okay, gehen wir rein, hoch, was auch immer. Ja. Wir gehen rein und dann hoch, ja. Mach nochmal das Licht hier an, ne? Ja. Ja, ich weiß, ich wollte hier nur mal eben gucken. Also. Warte mal, ist jetzt hier was oder nicht? Jagdmesser, okay, das nehmen wir erstmal mit. Schaden tut das nicht. Wo bist du jetzt reingegangen? Ja, beim Eingang. Es ist unfassbar. Deine Ortsangaben, die bleiben aber gut. Okay. Hast du was von... Ach, du hast einen Rucksack bekommen, ne? Jo. Okay, da war eine kleine unsichtbare Wand anscheinend gerade, ne? Pass aber auf, laufen wir hier bei der Burg richtig an der... Ja. Plumpsen wir runter und dann... Beine gebrochen. So, was haben wir hier? Anglerhut, falls du möchtest. Nee, danke. Okay. So, und dann sind wir auch schon... Wie in der ersten Folge war, dass du wieder im Wasser landest. ich weiß nicht, wovon du redest. Und hier ist aber wirklich auch einfach mal gar nichts. Nee, außer ein fantastischer Ausblick. Naja gut, mehr oder weniger, ne? Viel erkennen kann man noch nicht. Was ich fragen wollte, war das das letzte Mal vielleicht dieser Turm da drüben, was du gesehen hast? Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber könnte gut sein. So in der Richtung sah der auf jeden Fall aus. Ja, und wenn du von dem Turm runter zulaufen tust, kommst du unten beim Strand raus. Okay. Ja, Leute, wenn ihr euch fragt, wovon wir jetzt hier gerade reden, wir haben schon mal versucht, uns zu finden. Und da bin ich auf jeden Fall bei diesem Turm da hinten gespawnt. Ja, ich glaube, wir können wieder runtergehen, ne? Hier ist ja irgendwie wirklich... Ja, leider ist nichts. Tote José! José. So, Tote José. Ah. Das hat schon Batsch gemacht. Mhm. Hier, schön. Oh. Das ist so. So, sag mal. Ja, was mich extremst an DC nervt, ist, wenn dieser Typ die Treppen steigen tut und der tut auf einmal ein Springen oder so. Ja, genau. Ist so bescheuert programmiert. Und auf einmal kriegst du halt Fallschaden oder sowas, ne? Ja, das klar. Also mir ging's schon mal so, dass ich mir dann halt der Bar gebrochen hatte. Ja, wollen wir da hoch? Jo. Ich finde es mega nice sowas, aber an echt, ich tue sowas mega gern besuchen, weil es immer extremst interessant ist. Noch ein Anglerhut, geil. Ja. Ist auch einfach wieder gar nichts oder was? Könnte zum Beispiel mal bei meinem Haupt... Alter, gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, was war er denn jetzt da? Shit. Er hat genug. Der Verein, da ist nichts, ne? Dass man sagen könnte, dass er wie hier irgendwie was hat. Oh, furchtbar. Das ist echt zu buggy manchmal. Ja. Ja, wie gesagt, da könnt ihr auch bei meinem Hauptkanal zum Beispiel mal vorbeigucken. Da sind einige Vlogs mit dabei, wo wir so rumeiern. Oh, cool. Ja, eiert rum. Ja. Gerade in Leipzig oder sowas. Ja gut, da gibt's viel, ne? Da waren wir mal auf dem Fernsehturm zum Beispiel. Das ist auch mega geil. Boah, da muss ich ja ehrlich gestehen, ich habe ja Höhenangst, ne? Und jedes Mal, ja, wenn ich solche Türme sehe, wenn ich davor stehe und hochgucke, dann kriege ich schon wackelige Knie irgendwie. Das war krass, wo wir Kölner Dom drin waren, ey. Alter, hör auf, ey. Ich weiß noch, ich war damals mit Freunden beim Kölner Dom.
Oh shit, mein Hunger ist ja schon im roten Bereich. Ich muss mir irgendwas fördern. Jo. Und du gibst hier am Fahrstuhl und du kannst die Treppen halt nehmen, ne? Und wir, ganz wagemutig, haben wieder Fahrstuhl ist ja Quatsch. Wir nehmen die Treppen, ne? Schön im Sommer. Alter, als wir, keine Ahnung, nach gefühlt 3 Stunden oben angekommen sind, waren durchgeschwitzt. Aber richtig. Ja. Aber die Höhe vollkommen unterschätzt, wie viele Treppen das sind. Aber gib einen strammen Popo. Ja. Genau so ist es. Was ich aber sagen muss, ich fand aber das Runtergehen schlimmer, weil das so eng war und vom Treten her, das war mir die Schritte so blöd gewesen dann teilweise. Das weiß ich nicht mehr genau. So. Ja, ich war ja 2007, nice. Wo wir zur FIBO, glaube ich, waren. Wo ich das erste Mal zur FIBO war. Da war ich nie. Okay, Leute, guck mal, jetzt ist es schön hell, ne? Das ist schon mal ganz gut. Ja. Sehr, sehr schön, sehr schön. Kennst du irgendein Wanderlied? Nee, Digga. Nein. Okay. Mann, Michi, ey, jetzt nicht zu gebrauchen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Hier den Weg unten rechts. Okay. Komm, lass uns mal hier das Gebäude abchecken. Genau, und da darfst du was verpassen in dem Riesengebäude. Oh, da liegt jetzt keine Ahnung. Wir können hier. Achso, da geht's rein. Und? Eine Feldflasche. Mensch. Danke. So, jetzt muss ich aber wieder essen. Ich bin nämlich schon wieder hart am Verhungern, ey. Das Gemüse gibt dann nicht so lange irgendwie, na, stillt nicht so lange den Hunger. Meine Güte, Leute. Hab ich die Feldflasche jetzt genommen oder du? Oh ne, ich hab sie. Oh, da ist sogar was drin. Ich brauch nicht zu blöd. what? Ich kann dir nicht folgen. Da willst du den Blei im Wald einfach aussetzen. genau. Drehst du mich einfach dreimal im Kreis und dann weiß er nicht mehr, wo er ist. Und dann, ich bin ja wieder am Anfang. Nee, aber die ist noch irgendwie dreiviertel voll oder so. Also wenn du Durst hast oder sowas, ne? Aber durch unsere Tomaten geht's uns eigentlich ganz gut, ne? Ja, eben. Muss ich echt sagen, wo die den... Also Durst hatte ich jetzt bisher kaum. Oh Mann. Muss ich aber trotzdem mal kurz gucken. Ja, ich... Will ich auch mal schauen. Nur mal so... Mal rüber gucken. Unendliche Weiten. Ich muss gerade überlegen, ob da unten noch mal ein Weg da nach rechts ging, weil eigentlich, oder laufen wir einfach mal querfeldein rein. Meinst du hier runter oder was? Ja. Aber ich sehe hier außer Wald gar nichts. Oh ja, da drüben ist eine Straße. Wo? Ganz, ganz unten. Ganz, ganz unten. Wo bist du? Ich bin hier auf diesem Felsplateau. Vom Jung. Ja, ich. Ach so, da bist du. Okay. Ja, dann gehen wir querfeldein oder was? Jo. Also hier runter zu. Jetzt dürfen wir uns, ne? Also bleib bitte hinter mir, ne? Dass wir uns jetzt. Treffen. Alles gut, alles hier gut. Im Wald bist du echt sowas von schnell weg vom Schuss. Du ja, ich nicht. Ich guck einmal zum Himmel, guck mir Sternbilder an und weiß, alles klar. Bisschen mehr nach links, alles gut. Er erklärt's mal richtig für euch. Er dreht sich rum, guckt nach oben und denkt, er ist am Strand, weil er nur mal was, wo er hin muss. So sieht's eher aus. Oh, ich warte mal eben. Ich muss wieder futtern, ey, es nützt alles nichts. Ist doch mal mehr wie ein was. So. Ah, du bist einfach was zu gucken. Ja. Es ist auch recht kalt, ne? Jo. Immer rein damit. Fantastisch. Immer rein in die Masse. Leute, Leute, Leute. Die Sonne geht auf. Ein Glück, endlich geht die Sonne auf. Das tut gut. Da fühlt man sich gleich so ein bisschen wohler, sag ich mal, ne? So, ich bin direkt hinter dir. Lauf einfach vor. Ich hab dich direkt im Visier. Jawohl. Jawohl, was? Jawohl, jawohl, jawohl. Freund. Freund. Freund und Gehilfe. Ich glaube, so ein bisschen neue Kleidung wäre demnächst gar nicht so schlecht, ne? Ja. Ah, jetzt liegt die Straße auch da, ne? Jo, okay, okay. Jo, und ich würde auch sagen, wenn wir die Straße erreicht haben, dann haben wir, denke ich, die Folge soweit. Da ist er ja also wieder im Sack! Was? Oh, im Sack. Im Sack? Im Säckle?
Ja, und laufen dann hier rechts hoch. Ich würde aber sagen. Rechts oder links? Ja, rechts. Wieso? Ja, links läufst du ja wieder zum Strand runter. Ja? Ja. So. So, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben gesehen, wir haben eine Feldflasche gefunden, richtig gut, ne? Haben auch niemanden, ey, sag mal, haben auch niemanden weggenommen. Wir haben sogar dem Mimi wieder geholfen, halt, ne? Haben ihm Munition gegeben, dass er auch sich mal verteidigen kann. Wenn. Ich kann das nicht, nämlich nicht immer machen. Das geht halt nicht immer. Okay, und in der nächsten Folge werden wir der Straße hier folgen und schauen, wo wir hinkommen, ne? Leute, macht's gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.